gehört ist. Mir ist es vorhin schon, als ich mich hier eingeklinkt habe. Ja. Also es laufen ja zwei Sachen völlig durcheinander, auch in unserem Gespräch schon hier. Ich bin das inzwischen schon gewohnt. Und zwar Sexualität und Gewalt. Ja. Und das sind zwei verschiedene Dinge. Klären wir es auf. Also Sexualität bedeutet quasi jemand, der homosexuell ist, eben seinen Neigungen nachgeht. Das heißt, Sexualität ist der, aus meiner Perspektive, der achtsame Umgang von zwei gleichberechtigten Partnern auf Augenhöhe, die dann wie auch immer das gemeinsam gestalten. Hier ist eine Machtposition. Eine Machtposition, wo das aber nicht nur so in Form von, also ich habe das auch erlebt, Manipulation, Bedrängnis, aber es sind einfach ganz klar, Vergewaltigungen haben da stattgefunden. Das heißt, es wurden Personen physisch festgehalten und dann hat man mit ihnen was gemacht, was die nicht wollten. Ja? Und das ist was komplett anderes, das hat mit der Sexualität der Kinder, der Opfer, überhaupt nichts zu tun. Ja? Und ich habe das damals als Kind auch gespürt. Mit meiner Sexualität, mit meinem Bedürfnis hat das nichts zu tun. Das hier ist die total perverse, attackenartige Abfuhr eines Starken an einem Schwachen. Das wusste ich, das habe ich gespürt und ich habe das auch nie verwechselt. Mhm. Und deswegen ist es eben nicht, naja, da war jemand vielleicht ein bisschen jung oder da hat was gerade nicht so gepasst, weil das war ja der Lehrer. Und darüber steht noch die sogenannte Reformpädagogik. Ja, und eben entsprechend die Leute, die ja eben diese Institution geschützt und nahezu heilig gesprochen haben, die großen Pädagogen, der Bundespräsident kommt zu Besuch, flaniert mit dem Schulleiter übers Gelände. Da haben Sie doch als 16-Jähriger keine Fragen mehr.